Ich habe eine Silikontastatur, deswegen schreibe ich so komisch. Von Hempire selbst zum... Noch. Eigentlich schreibt man das ja zusammen. So. Gut. Wundergut. Damit haben wir jetzt also von Hempire selbst zum deutschen Kaiser ernannt und bereit, den Markt zu übernehmen. Gut, ich habe jetzt keinen Fehler mehr entdeckt. Dann gründen wir jetzt das Unternehmen. Bam. Genug Diamanten. Ungültiger Name. Deutscher Kaiser Weeds? DKW? Gültiger Name. Geht er jetzt? Ich kapiere das nicht. Wenn ich es einfach nur nach meinem Namen benenne. Ich, hä, warum? So, ein Unternehmen erstellen. Kaisergras. Abkürzung KG. KG. Öffentlich. Nette Voraussetzung. Ja, geil. Jetzt muss ich den Text da wieder... Selbst zum deutschen Kaiser. Wird langsam ein bisschen peinlich, weil es nicht klappt. Von Hempire selbst zum deutschen Kaiser ernannt und auf dem Weg, den Markt zu übernehmen. Ein Ausrufezeichen dazu. Ok. So grün. Nehmen wir so eine Krone.
Ja doch, so finde ich das gut. Bitte sag mir, dass es jetzt geht. Ich check's nicht. Muss ich es vielleicht auf privat stellen? Kaiser Gräser vielleicht? Einfach Mike? Hä? Ich check's nicht. Ich check's echt nicht. Bitte alle Fälle ausfüllen. Was zum Fick? Geil. Kann ich das jetzt vielleicht bearbeiten nochmal? Ah, okay, alles klar. Jetzt geht das. Gut, die Firma heißt Kronengras. Sehr schön. Waren erbitten. Okay, ich kann nur erbitten, was ich auch selber bauen kann. Okay. Ich muss kurz die Beschreibung noch... So, jetzt steht natürlich der Name falsch. Das muss groß sein. Also von Empire selbst zum deutschen Kaiser ernannt und auf dem Weg, den Markt zu übernehmen. Ich bin der Mike Tosch. Ausrufezeichen. Ok. Spejon. Ungültiger Name? Ist das vielleicht der Fehler? Hier unten die Erklärung? Ich habe eine Vermutung, woran es liegen könnte. Das liegt bestimmt an dem Ü. Okay, also anscheinend, ich weiß nicht, was der Fehler war, aber wir haben jetzt ein Unternehmen. Bedeutet das, dass ich jetzt hier... Ne. Zug nur während gemeinsamer Unternehmens-Event...
Ah, ich kann dann hier im Zug Waren erbitten. Oh, ein Diamant. Okay, alles klar. Das heißt, alle Leute, die mit mir im Unternehmen sind, die können mir das dann hin und her schicken, anscheinend. Das ist schon mal gut zu wissen.